durch dick und durch dünn, durch Damen und Herren, durch Knall und durch Fall, durch Bärte und Kahl, auf Wäldern und Wiesen und in Küchen auf Fliesen kann ich Liebe mit Lieben, mit Menschen genießen. Mit dem Schaft der Leidenschaft schaffe ich leidenschaftlich Leiden ab. Schau mir leidenschaftlich Leiber an und sprech tierisch gerne Weiber an. Leider lässt mich längst nicht jede ran, dabei bin ich doch ein Traum von Mann. Liebe Mitmenschen. Wir sind hier im Club Escort an der Juliusstraße. Direkt neben dem vor kurzem geschlossenen Straßenstrich, hier an der Ravensberger Straße, für andere auch eher bekannt unter Hinterhornbach. Und man kann es Puff nennen, aber im Prinzip befinden wir uns gerade in einem Stundenhotel. Auf dem Bett. Ladies and Gentlemen, Mademoiselle and Mademoiselle, meine Damen und Herren, welcome, bienvenue, herzlich willkommen hier in Ihrer Fantasie, in unserer kleinen, kleinen Welt. Ich freue mich, dass Sie den Weg so zahlreich hierhin gefunden haben. Ich wette, jeder von Ihnen kennt diesen Weg. Ach, was rede ich denn da? Wahrscheinlich war keiner von Ihnen hier. Ich weiß ja noch nicht mal, ob Sie in solchen Etablissements verkehren sonst. Der literarische Spielplatz ist für uns so eine Art, Bühne, um etwas auszuprobieren. Versuchsanstalt, ja. Wir spielen dort ein bisschen mehr mit dem Publikum. Also wir wollen eigentlich davon wegkommen, dass man einfach eine Lesung macht, bei der man stumpf mit einem Blatt Papier vor dem Publikum sitzt. Und stattdessen beziehen wir das Publikum mit ein. Wir wollen das normale Lesungsgeschehen beenden am liebsten. Das heißt, wir spielen mit den Leuten. Literarische Spielchen, wir lassen sie erraten, ob eine Geschichte wahr oder erlogen ist. Wir geben alternative Enden zur Auswahl. Und es gehen immer Schreibmaschinen rum. Also es kann auch jeder was darauf schreiben und das verlesen wir dann als Schlusswort. Also das Publikum bekommt bei uns dann am Ende auch immer noch eine Stimme als Abschluss. Also keine Lesung ist gleich. Jede Lesung ist auch für uns im Vorfeld nicht planbar. Und das macht jede Lesung aber auch spannend und einzigartig. Wir wurden zu viert für eine Lesung eingeladen als Begleitprogramm für den Nachtflohmarkt in Dortmund. Und wir kannten uns vorher und da haben wir halt überlegt, ja, wir kennen uns, was machen wir denn? Was machen wir zusammen? Und da ist eben diese Idee entstanden, das als literarischen Spielplatz dort einmal zu zeigen und aus dieser Sache, die eben super war, also die wir super fanden und das Publikum hoffentlich auch, ist dann ja diese feste Sache. Ist gut angekommen Sache, auf jeden Fall und deshalb hatte das dann gleich die Chance, wiederholt zu werden sozusagen. Und dann haben wir eben auch angefangen, für die Dortmunder Mitternachtsmission zu spielen, was wir jetzt ja auch hier machen gerade sozusagen. Deshalb sitzen wir in dieser wunderschönen Badewanne im Puff mit unseren Sektgläsern. Der literarische Spielplatz hat ja in der Vergangenheit schon mal auch eine Benefizveranstaltung zugunsten der Mitternachtsmission gemacht. Und im Zuge dessen war der Kontakt schon da und hatten dann mal die Idee, wurde dann mal geboren vor ein, zwei Jahren, ach, das müssten wir doch eigentlich mal in einer Neuauflage im Puff machen. Und da unser Kontakt zur Mitternachtsmission sehr rege ist, haben die dann gleich gesagt, ach, da kennen wir einen Ort, vielleicht gehen wir da mal hin, ihr guckt euch das an und fragen mal, ob wir da irgendwie zusammenkommen. Als wir gehört haben, wir könnten jetzt im Puff stehen, saßen wir sofort und dachten, ja, endlich, also weil wir es vorher schon mal vorhatten eigentlich und es da nicht geklappt hat. Und wir finden es eigentlich eine super Bühne. Jeder, der irgendwie auftritt oder auf die Bühne geht, ist von besonderen Orten auch immer inspiriert. Mhm. Und wenn du so einen Ort hast, wo du auch, wenn du Leuten erzählst, was du machst, und wir haben das halt ja auch nicht umsonst so plakativ Poesie im Puff betitelt, dann ist es halt immer schön zu sehen, wie alle so machen und sagen, ja, das ist ja toll, dann kann ich mir das mal angucken. Und das wäre natürlich doof, dann zu sagen, wir gehen einfach nur unten ins Foyer und setzen uns da an den Tisch und lesen das vor, sondern dann ist völlig klar, die Leute wollen was sehen. Und deswegen gehen sie in Stationen durch das ganze Gebäude und in die Zimmer und bis auf die Betten und so weiter. Das ist ja alles, da spielt der Ort auf jeden Fall fast die Hauptrolle, das stimmt schon, ja. Bilder der Verflossenen und ungerecht Verstoßenen, der lieblos Hintergangenen, der in mir stets Gefangenen, der namenlos Verblassenen, in Freundschaft die Verlassenen, die Gesichter all der Frauen, die es wagten, mir zu trauen, betreten hier nur meinen Sinn, da ich dir ganz verteilt.
Bilder der Verflossenen und Unrecht Verstoßenen, der Namen des Verblassenen, der Freundschaft. Und es ist ja nicht nur der Ort, sondern auch der Standort des Ganzen. Man muss ja sehen, dass die Dortmunder Straßenstrichszene, der Osten der Nordstadt in den letzten Monaten wirklich hysterisch in den Medien zerrissen worden ist. Hier wurde viel aufgebauscht, hier wurde viel übertrieben, hier wurde viel geschrieben, was einfach nicht zutrifft. Ja, dieser Stadtteil wurde, man hatte fast schon den Eindruck, systematisch ein bisschen kaputt geschrieben. Mit diesen Vorurteilen wollen wir eben auch ein bisschen aufräumen und eben auch dazu einladen, das als kulturellen Teil der Stadt zu akzeptieren und nicht immer wegzuschauen, sondern zu sagen, das ist halt ein Teil, damit muss man irgendwie umgehen und da bringt es nichts, das zu ignorieren und zu sagen, das ist ja alles Teufelszeug. Ja. Wir möchten das Haus auch so betreiben, dass es eigentlich ein offenes Haus ist, dass es rauskommt aus dieser Schmuddelecke, in der es immer noch ist und auch in letzter Zeit gerade hier in Dortmund wieder hingetrieben worden ist. Und dem möchten wir einfach entgegenwirken. Es ist meins! Du hast kein Recht dazu! Es ist meins, das ist meins und ich bin doch alleine! Alleine ist man immer im Dunkeln! Lass es meins sein! Ich hab's doch nicht! Meins, es ist meins, es ist meins! Ich hab nichts, lass es allein sein! Haha, es ist meins! Deiner ist fast schlimmer als nein! Das wirklich herausstechende Merkmal dieser Location ist die Nulldistanz. Also ich kann ja sagen, auf diesem Bett hier, auf dem wir uns gerade befinden, werde ich stehen und werde meine Gedichte und eventuell Lieder und Texte vortragen. Und die Leute, die Zuschauer, werden hier stehen, wirklich direkt nebendran. Und werden mich anfassen können und wenn ich nicht aufpasse, dann spucke ich vielleicht einem ins Gesicht. Ich werde mich bemühen. Heiß!